auch wieder parat und sie lassen euch nicht im Stich. Leider haben wir unsere Gespädli müssen vorübergehend verlieren. Die Vakanzen haben ja das letzte Jahr bekanntlich aufgehört und da den letzten Auftritt gehabt. Oh. Hey, bin ich noch eine Art, oder was? Nur so eine Art. Sicher sind wir die Vakanzen alle umeinander heute. Was? Ich bin der Henke und der sehmalige Blättchen, wie die da wohl wissen heute. Komm mit, Vakanzen, komm mit, Fabi. Hey, sag mir. Es ist denn beides möglich, das Silo oder der
Silo. Ah. Ja, liebe Leute, das kann ja nur noch heiter werden mit dem leeren Trüppli da. Aber eigentlich, das Silo, der Silo, die Silo, eigentlich scheißegal Silo. Also könnten wir das Thema jetzt Silo. Genau. Weiter geht's mit einem Schütteln. Am Sandro-Jon vom FC Sargans ist es wichtig, dass er eine gute und sportliche Figur hat. Es gibt verschiedene Methoden, um das zu überprüfen. Immer noch am Schuten, tun die Fündler bluten, Burstenjohlen unter Dusche stehen. Der Sandro ewig stöhnt, nachdem er die Tore gefühlt und frische Hutlen aus der Tasche genommen. Hat den müssen leiden, sie ist nicht übertrieben, Jesus so bequem, machen es wohl Probleme. Die engen Jeans, sie wollen nicht voran gehen. Sie wollen auch uns verrecken, nicht reinlassen. Der Sandro rupft und zerrt, hat all Kraft zu immer genommen. Er schießt er an, bei wenn nicht voran geht. Doch Jeans sind nicht zu wenig weit. Er hat nur die Hose vor der Freundin mir. Wir würden immer wieder jemanden gefragt, wie man eigentlich so eine Stützelbank macht. Darum wollen wir jetzt euch einen kleinen Einblick geben. Also zuerst geht es mal, dass man eine gute Idee hat, etwas erfahren hat und dann geht das bei uns ratzfatz zack zack. Also, ich habe etwas gehört von der Christine Ackermann, Lady Büsser. Es geht um ihre Katze. Deren ist es nicht gut gegangen. Sie hat darum müssen zum Doktor, also die Katze. Heißt die Katze? Die Katze heißt Jackie. 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 Okay, kein Problem. Machen wir etwas. Nächste Woche ist es fertig. Rennt zum Ende. Sagen der Frau, wie einfach das geht. Also, bei uns geht es nicht so schlank wie bei Ihnen. Also, die Kriegen Ackermann hat noch einen geboten. Weißt du, die Kriegen von der armen Schwester? Also nicht sie hat einen geboten, sondern ihre Katze. Ah, die Nala, wie heisst denn die Katze? Oh, das weiss ich doch nicht. Warte, ich schreibe mal der Carmen. Eine Woche später im Probelokal der Vaganza. Also, der Hund heisst Jackie. Also du meinst Katze? Katze natürlich. Also ich habe mir das jetzt noch mal überlegt. Und ich finde, wir können nicht einfach ein lustiges Lied machen über eine Katze und der Katze geht es nicht gut. Weil sie hat ja Schmerzen und ein Schmerzempfinden, Kätzchen. Und Persönlichkeit, Mental, Kätzchen. Da kann man nicht einfach sich darüber lustig machen. Nur weil sich das Kätzchen nicht wehren kann. Und man kann sie nicht fragen, ob sie zu ihrem Kätzchen. Mit dem macht sie auch etwas. Das sollte man nicht einfach. Ich finde auch, wir sollten einmal das ausdiskutieren. Ja. Und dann nicht mehr darüber abstimmen. Ist das gut? Ja, aber hey, wir können gar nicht abstimmen. Wir sind ja gar nicht alle da. Eine Woche später im Probelokal der Vakanz. Wie sind wir jetzt von dem Ort? Ja. Also, wir fangen jetzt einfach an. Wie bei den Menschen gibt es auch bei den Tieren das Hausarztmodell. Das heisst, wir sollten immer zum gleichen Tierarzt gehen. So wie Christine Ackermann mit ihrem Jackie. Christine hat das Kätzchen, ja Jackie heisst das Tier.
Es ist ein ganzer Herzig, wer kennt das im Quartier? Der Jackie muss es gut gehen. Es geht zu einem Kätzchen, dass wir dir ein bisschen sentimental singen. Ein bisschen mehr Gefühl ist schon gefragt. Christine, hat ein Kätzchen geschenkt, so heisst das dir. Ein Kätzchen, ja, ein Kätzchen. Es ist das ganze Herzig, man kennt das im Quartier. Es hat Jo, es hat Check-in, muss es gut gehen, das seien Sie ganz bitte. Muss gut gehen, Jo, es hat es gut. Sie zum Tierarzt, der wo in Scherlach wohnt. Mit dem Kätzchen, Jo, am Kätzchen. Der Check-in, er hat eine Wunde, oh weh, oh weh. Christine, die ist verschrocken, wo sie es hat gesehen. Sie kann sich denn nicht mehr erinnern, wo die Praxis ist. Sie findet die Nummer des Bestes und wählt ihr ein. Am Fond ist Frau Müller, sie hat Christine kommt ins Auto und nimmt den Jackie mit. Zum Müller, Frau Dr. Müller. Sie fahrt auf das Scherlach, sie hat nur den Termin. Für Müller, Frau Dr. Müller. Verführt sich all Wunder, das ist die Winterschlimm. Jetzt mach ihn zu! Seit August 2022 ist auch Ladina Lamper das Grossteam von Eulianik von der Effizienz vom überregionalen Führerkonzept überzeugt. Aus einer Übung im Tiefflieg von Führersorgans ist plötzlich ein Ernstfall geworden. Die Sorganser Führer, das ist doch so gut. Übend für den Ernstfall mit dem grossen Schluck. Und sie reden, ist gefriert ganz schnell. Das Feuer, das ist so riesengroß, Ladino hat das gesehen. Das muss man löschen, das muss man löschen. Sie läuten drum am Notfall an Alarm durchgehen. Man muss wohl löschen. Man muss go löschen, doch für den Vosargans ist es, der kannst nicht nehmen. Das ist ein Notfall, gar kein Bruch wird weitergehen. Alarm! 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 Drum und will
Schweizer Wurzeln. Ausländer hat's viel zu viel in der Schweiz. Ja, das sagt SVP. Doch noch aus hohen Schweizern geht's immer weniger gehen. Man müsste hier zur Korrektur das Homeoffice verbieten. Weil wenn der alte Heimer ist, der Büschler nicht mehr lüten. Ich habe das selber erlebt bei uns Zeuchigen in der Black und im Hochberg oben auch. In einem Hochhaus wohnt im 20. Stock ein kinderloser Schweizer Ehepaar, im 19. Stock wohnt ein Ausländer. Ich nehme mich gerade eben an die hohen Ohren. Er bindet immer, da wird man das 10. Häufchen, gell? Da sagt die Frau vom kinderlosen Ehepaar, du, geh nur mal ab in die Frage, was wollen wir machen? Dass man auch so gehofen überkommt. Dann ist Abigail, hat ihm sein Lot gelegt und sagt, du, kannst du mir einen Tipp geben, dass man auch so gehofen überkommt? Dann sagt der Ausländer stolz, ja, 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 das kann er. Du musst die Wände füllen. Du musst ja schon schauen, bin ich tot. Dann nimmst du deine Frau und lehst ihn. Dann tust du es aus, dann nimmst du sie raus und tust sie ganz gut abdrücken. Und nicht vergessen, ganz viel Papa-Film. Dann nimmst du ein rotes Tüchlein, legst es auf den Ersthering und tust deine Frau da drauf. Und dann tust du mit dem Haxen. Viermal ein Heizkörper an die Tätsche und dann komm ich auf die Macht. Sie will er einklagen, wo das arme Tier
Gabriela Müller, bekannt und berüchtigt von den ehemaligen Frauenfürzen, ist im Merucana ein Konzert. Und sie hat einen ausgezeichneten Platz bekommen. Ein gutes Konzert tut es gar nicht interessieren. Ein gutes Konzert zum Merucana. Im Internet ein Bier reservieren. Das ist keine Sache, die Jungen machen es auch so. Viel ist schon gesetzt. Nicht viel ist frei, ein vorletzter Rebens hat sie genommen. Doch am Konzert sie, der Saal halb leer war. Sie hat den Rollstuhlplatz bestellt und auch überkommen. Und keiner tut verschrecken. Doch das braucht Mut, Gabriela ist jetzt froh. Wo jetzt ab dort sie sich auch nicht verstecken. Zum Handy gehen, so denn will sie ab sofort schon. Nachdem der liebe Gott Mann und Frau erschaffen hat, hat er zuerst den Mann angeschaut und gesagt, also das ist mir jetzt wirklich gut. Da muss ich mich jetzt einfach selber loben. Die wunderbaren Formen, die Proportionen, vollendet Ästhetik, einfach perfekte Sachen. Dann hat er die Frau erschaffen. Hat der Lilde noch studiert und sie dann genau angeschaut und hat gesagt, du musst dich halt schminken! Ja, wir wissen schon, es ist heutzutage ein bisschen gefährlich, oder? Aber bei uns, nirgends an der Fasnacht, kommt man das halt immer noch zu hören. Gell, Mertu? Hey, sag mal ganz ehrlich, auf was schaust du zuerst? Wenn du eine wunderschöne Frau siehst. Ob meine schaut? Übrigens, ihr nörgeli Buben, was ich schon lange mal allen will sagen, dürft gar nie andere Frau widersprechen. Wieso? Nur noch 5 Minuten warten, dann tut sie es von alleine. Also, jetzt langen Sie aber, Leo. Der Leo ist ein Frauenvakanzer. Das ist unglaublich. Kennen Sie den Unterschied von einem Schrei und von einem Mann? Schrei würde nicht so mahnen, wenn sie besoffen sind. Jedes Jahr, da würden sie bilden. Ja, ja, ja.
zum Kochen. Melodien vom Feinsten dort singen. Ja, ja, ja. Und Geschichten so lustig uns bringen. Ja, ja, ja. Sie mühen jedes Jahr neues Erfinden. Ja, ja, ja. Dass die Bücher für in dem verschwinden. Am Oliver. Eigentlich war ja eine Lehrperson an dem Anlass, aber er hat trotzdem alle Job gestohlen. Und das ist uns eine Hymne für den Steffi wert. Schweizer Armee, wie hast du sie? Oh, wie? Das
was hat uns denn allen schon zu denken gegeben? Sie sind auf den Knöcheln da, könnt ihr's verschrecken, dann grinden sie gerade in den Dreck hineinstecken. Jetzt üben die Scheisshäs, ich glaub's nicht, oh je! Yeah. Ich glaub's nicht, oh je! Vor dem Film sich ergeben. Im Blick hat mir gelesen, die Armee sind modern. Das ist wahr. Vielleicht wahr. Sie sind Multikulti, ein jeder nennt's gern. Kein Fond. Kein Fond. Die Armee hat jetzt Muslim, die Welt rüberwerten. Kein Schweinfleisch, kein Schnäpschen, das gehört dir vertreten. Drum tut's auch die Kotze vor lauter Völli. Aber nein! Sie zeigen das Viertel. Der Völli. Ja, ich muss schon zugeben. Die haben mal ganz im Mucken gesehen, eigentlich für das Alter noch recht passabel aus. Für euer Alter. Wir alle sind halt schon verwöhnt im heutigen Zeitalter. Wenn dir irgendetwas nicht passt an deiner Person, so kannst du das ganz einfach korrigieren. Wenn keine Ohren hast auf dem Grind, berücken kannst den Posten, wenn du seine Pause hast in mir, es gibt Silikons zu kosten. Auch der Tanner weiss, dass jede Schwäche, die kannst du korrigieren. Er bringt es drum mit künstlicher Intelligenz probieren. Nationalratskandidaten vom Sarganserland machen Jeans jetzt eine Petition, dass es im Sarganserland mehr Züge, Bäume und Schöpfe gebe, dass sie vor der Wahl ihre Grinder besser können dran aufhängen. Viel vom Sarganserland bin's Bern in Politik. Ihr zieht die werden's umgeschwärts, gibt Lob und auch Kritik. Ganz da jetzt abmetziert mit ihren stieren Grinnen, ein Schöner mit Verstand und Herz hätt mir nicht können finden. 13 vom ganzen Land, wenn holen zu Berner Speck, 7, wenn kein Pieser zone, der Hürri muss sie weg. 6 vom ganzen Land, wenn zeigen wir das geht, beim Hauser lange es leider nicht, und Scham wird er ganz rot. Eine für alle, alle für eine. Schaut hier mal an, oh ja, brauchen kannst du eine. La 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 la. Alter, also wisst ihr was? Über ein Haus oder über ein Schiff, das dürfen wir nicht so singen. Das dürfen nur wir. Fünf unser ganzer Land, wir heben doch noch mit. Der Jäger jetzt, der wäre Lehrer, der hat sicher Zeit. 4 unser ganzer Land, wir haben probiert das auch. Mama Büßer mit der Tochter, gewählt hat sie keine Sau. 2 unser ganzer Land, Agenda ist vollgestopft. Der war sie nicht, muss sichten, wenn beim Bader Hahnen tropft. 1 von unserem ganzen Land, da sind wir aber froh. Der Karma hat's als einziger geschafft. Auch er weiß nicht wieso. Der Fall ist von unserem ganzen Land, wenn ihr ist leider gewählt. Beim Tanner ist es zu unterschad, weil er hat keinen Fehl. Hallo!
ausregiert. Gern hätten wir Sarganser Sino offiziell verabschiedet. Wir hätten auch schon eine Idee für ein Abschiedsgeschenk, aber sie ist leider sang- und klanglos verschwunden. Himmeltraurig sind wir alle, Kaiserin vom Schloss ist weg. 30 Jahre hat sie regiert, sie hat das super gemacht. Ein Sohn weiss, das ist kein Schleck. Was könnt ihr ein Geschenkli machen? Ihre Anerkennung geben und alle Dorfvereine würden das auch gern. Darum haben wir alle gefragt, wer könnte das übernehmen? Die von der Nähe und die von fern. Und viele blühen sich auf das E-Mail. Aber wie jedes Jahr ist ihm das natürlich überhaupt nicht gelungen. Ja, der Oli ist in einer schlimmen Grippephase. Er hat Fieber, Husten und eine Schnodernase. Und beim Schnaufen kratzt es tief, das ist nicht gelogen. Er ist wirklich ganz ein armer Kugel. Leider tut sie's mir nur sämig Ausgang schleichen. Sie sagt dann beim Oli, muss noch Wichse streichen. Der ist froh, er folgt seiner Frau aufs Wort. Riet das Wichsbrachi am falschen Ort. Und der Polizier, da ist sie fest verschrocken. Er holt ein Rind und schmerzverzerrt in seine Fratze. Er hat zwicks die Triebe auf der Glatze. Zum Telefonieren, wie man heute muss telefonieren. Dieser komische Halbhelm, so Headset auf dem Grill, statt Mailschieben, Telefon, abgebracht. Eine hohe Umstellung für die einen. Gell, du grüne Willi dort hinten, statt auf dem Grill. Ist am Telefon am Schwitzen, er tut reden und zuhören und muss seine Brille spitzen. Bitte weg, du ritter Mann, Bruno hat's mit Zähnen genommen. Und es lieselt und es summert, Bruno tut ihn nicht verstehen. Hallo! Hallo. Bruno ruft jetzt voll der Stuhle, ich hab gemeint, hab gute Ohren. Kannst du bitte hinter reden? Versteh kein Wort, jo Kopf verloren. Wie was hast du gesagt, ruft der Bruno, erst grad hat's noch funktioniert. Das ist fließt mit so viel Zeug, jetzt ist fertig telefoniert. Und so hat der Bruno
Fachnächtlerinnen und Fachnächtler, wir kommen schon zu unserem letzten Schnitzel und das ist wie all Jahr unsere Lieblingsnachbauer, also euch, der Kölni. Zu Bellenhausen haben sie so viel Stütz gebraucht, um den Dorfplatz zu vergolden, dass Geld nicht mehr langt, um die undichten Druckleitungen vom Kaffeesee zu ersetzen. Das Wasser staut im Kaffeesee, das wäre ich denk zum Strom abgehen. Doch leider seid so leidig aus, nur träumen kannst du von sauren Fuss. Und alle tun viel lieber schritten, als kaputte Rohr gut zusammenflicken. Das Ganze ist eine traurige Geschichte. Bölli sind und bleiben nicht ganz dicht. Er ist ein Frührentner bei uns und hat gesagt, er will ihn langsam ein bisschen kürzer treten als Neurige, also Neurige Pensionär. Und darum nehmen wir für ihn speziell auch noch etwas Kleines. Oh, lange Zeit bist du schon da. Männer, ich sehe ein Haufen Jahre. Hast komponiert, Vers dichtet kann. Der Tag, Tag geh als irgendwie Mann. Du hast einen grossen, grossen Applaus. Jetzt ist es leider aber aus. Du hast du siehst jetzt halt und grau. Sagst dem Jörgi jetzt drum tschau. Von Herzen danke schön, Leo. Mit dir ist schön gsi sowieso. Wie Sonn und Lord, dass du fit bist. Von Acker weiter versüßt. Dein Humor ist so traf und fein, mit Biss und auch mit Energie. Wir müssen uns grausig zusammennehmen, in dem wir uns kein Quarte gehen. Oh, Herzen, danke schön, Leo, mit dir ist schön, sie so.